kompakt, schnell, gelb. Nun ja, man muss sich nicht für dieses Gelb entscheiden. Es heißt sinnigerweise Racing Gelb. Doch es passt zum Cayman 718S. Hin und wieder ist es sogar ganz in Ordnung, wenn andere den kleinen Flitzer rechtzeitig sehen. Schließlich hat er jede Menge Power zwischen Sitz und Kofferraum. Die meisten werden es wissen, der Cayman ist ein Mittelmotor-Coupé. Das bedeutet, der Motor sitzt hinter dem Fahrer vor dem Kofferraum. Der Vorteil? Dieses Prinzip sorgt für eine nahezu optimale Gewichtsverteilung. Der Nachteil? Der Motor ist unter einer Abdeckung gut versteckt. Dass es ihn gibt, das ist nicht zu überhören. Die 350 PS verschaffen sich schon ordentlich Gehör. Seit den 718er Modellen sorgt ja nur noch ein Vierzylinderboxer für den Vortrieb. Für die einen sicher ein Frevel, ein Porsche mit nur vier Zylindern. Wir sagen, erstmal fahren und dann ein Urteil wagen. Und selbst der kleine Boxermotor mit vier Zylinder und nur 2,5 Litern Hubraum liefert immerhin satte 350 PS an die Hinterachse. Das maximale Drehmoment liegt bei 420 Newtonmeter und das in einem Drehzahlbereich von 1900 bis 4500 Umdrehungen, also ziemlich elastisch das Teil. Mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und einer der Sporteinstellungen packt er in 4,2 Sekunden die 100 km/h. 285 ist das Maximum. Also weniger Zylinder und Hubraum, aber mehr Power. Dabei verbraucht er nicht mehr, sondern weniger Sprit als der 6-Zylinder. Wir sind den Cayman S mit um und bei 9 Liter Super Plus gefahren auf 100 Kilometer Strecke. Das klingt jetzt nicht gerade sparsam, doch im Vergleich zum Vorgänger mit 6-Zylindern ist das schon deutlich weniger. Der hat, bei einer dem Sportwagen angemessenen Fahrweise, eigentlich immer um die 11 bis 12 Liter vom guten Super Plus verbraucht. Das alles, wie wir finden, bei immer noch markentypischem Porsche-Fahrspaß. Ein Turboloch ist nicht zu spüren, der Klang wunderbar kernig und unverkennbar porschig. Und wer sich für knapp 3000 Euro das Doppelkupplungsgetriebe gönnt, der hat ein bisschen Rennwagen-Feeling im Auto. Der Cayman hat einen volle Kraft-Vorausdrücker am Lenkrad. Wird er gezündet, schaltet das Getriebe in einen niedrigeren Gang zurück und wechselt in das schärfste zur Verfügung stehende Fahrprogramm. 20 Sekunden lang ist der Cayman noch schneller auf Höchstdrehzahl als im Sportmodus Plus. Überholen ist damit ein Kinderspiel und hin und wieder gönnt man es sich so nur zum Spaß, um einfach mal maximale Beschleunigung zu spüren. Doch trotz aller Sportgene ist der Cayman durchaus ein Auto zum Verreisen. Wer ihn gemächlich vor sich hinrollen lässt oder auf der Autobahn halbwegs normal im Verkehr mitschwimmt, kommt entspannt an. So schafft er mit einer Tankfüllung über 500 Kilometer Strecke, trotz gelegentlicher Zwischenspurts, wenn es sich gerade mal anbietet. Trotz all dieser sportlichen Fähigkeiten ist er ein problemlos zu fahrendes Alltagsauto. Es sagt ja niemand, dass es immer mit Vollgas vorangehen muss. Zu haben ist der neue Cayman S ab 65.200 Euro und das schicke Racing-Gelb kostet übrigens nichts extra. Wenn auch nur Basisfarbe, da geht aber die Post ab.